is geliebt in Herrn Jesus Christus an diesem wunderbaren Tag des Herrn, ja, an dem 17. Januar 2021. Deutsche Morgengottesdienst werden wir machen. Ich bete zuerst für uns. Himmlischer Vater, vielen Dank für noch ein köstliches Vorrecht. Führe und leite uns durch deinen Geist. Wir beschäftigen uns noch mit demselben Thema. Lass die Verkündigung klappen und geführt vom Geist stattfinden. Salbe bitte unsere geistigen Augen und Ohren und Gedanken und lass uns deine Gegenwart spüren und begreifen. Schenk uns Einsicht, damit wir Siegen erhalten werden in alle Richtungen, als wir fokussieren werden wieder auf Jesu Christi ermutigende Worte als Hirte seine Schafe als Teil von unserem Thema, womit wir beschäftigt geblieben sind eine Zeit lang. Lass uns den Satan besiegen und lass uns alles gut begreifen. Sei mit uns auch in der Zeit des Singens und der Anbetung. Erreiche einfach deine Ziele und deine Zwecke durch alles und rette auch die Verlorenen. Wir vertrauen auf dich dafür mit einer mächtigen Erwartung in Jesu Christi Namen, himmlischer Vater. Amen. Unser erstes Lied für heute Morgen, liebe Freunde und Geschwister, ist Lied Nummer 34, Versen 1 und 3. Komm, du Quelle aller Segens. Song Nummer 34, Verses 1 und 3. Komm, du Quelle aller Segens, nimm mein Herz zu deinem Preis, streme deines Gnadenregens, fordern lauten Dankbeweis. Lehr mich, Herr, die Melodien, die der Engel Chor dir singt, bis wir selig dort einziehen, wo das Lob dir ewig klingt. O welch großer Schuldner bleib ich, du verbindst mich Tag für Tag. Nimm dies Herz, denn das verschreib ich dir bis dir bis zu dem letzten Schlag. Arm und schwach ist, Herr, du weißt es, immer da zum Fall bereit. Gib das Siegel deines Geistes mir für Zeit und Ewigkeit. Weil wir über den guten Hirten und seine Schafe weiter predigen wollen, als Teil unseres Themas singen wir jetzt Teurer Jesus, teurer Heiland. Wir reden zu unserer guten Hirte in diesen Worten. Wir singen nur Verse 1 und 4. Song Nummer 91, Verses 1 und 4. Jesus, wie ein Hirte für uns, wir bedürfen deine Hut. Auf dein grünen Auen weid uns, deine Hürd macht uns zu gut. Teurer Jesus, teurer Heiland, kauft es los uns, wir sind dein. Teurer Jesus, teurer Heiland, kauft es los uns, wir sind dein. Lass dein Antlitz früh erstrahlen uns, deinen Willen eifrig tun. Teurer Jesus, einzig wahrer Heiland, deine Liebe uns erfüllt. Teurer Jesus, teurer Heiland, deine Liebe uns hülle ein. Teurer Jesus, teurer Heiland, deine Liebe uns hülle ein. Amen.
Liebe Geschwister und Freunde, bete eine Minute lang circa flüsternd oder in der Stille. Danach werde ich Amen sagen, werden wir mit der Verkündigung, so Gott will, anfangen. Amen. Wir machen weiter. Gottesdienst. Von heute ist Deutscher Morgengottesdienst. Das Datum an diesem Tag ist Herrn 17. Januar 2021. Die Uhrzeit als Anfangszeit war 10 Uhr. Und die Predigtserie ist immer noch dieselbe als für das letzte Jahr oder sogar länger. Titel der Botschaft von heute Morgen klingt so: köstliche, gnadenvermittelnde Worte des großen Hirten an seine Schafe, Teil 3. Drei Bibelstellen für heute Morgen, obwohl wir andere auch lesen werden. Hebräer Kapitel 13, Verse 20 und 21. Zweitens Psalm 23, Verse 1 bis 6. Und drittens, wohlbekannt, 2. Mose 28, Vers 36 bis 38 in dem Kontext von den Versen 1 bis 35. Möge Gott sein verkündigtes Wort reichlich segnen zu allen von uns, zu seiner Ehre, zu seinem Wohlgefallen. Und uns zum Segen, damit wir sein Willen tun werden können, aufgrund der Predigt und was uns dadurch lehren wird. Wir fangen an heute Morgen mit Hebräer Kapitel 13, nein, mit 1. Johannes 10, Verse 1 bis 30. Versteht doch. Begreif doch, es geht immer noch über die Bedeutung des Stirnblattes auf Aaron's Stirn, immer heiliger werden, gerechter werden, während wir Christus und Gott immer mehr geweiht werden, während wir ihr Wille tun, gemäß ihres Wortes. Und dies findet statt, durch dass wir mit ihrer Heiligkeit heiliger werden, durch dass wir ihre Gnadenworte hören, die gnadenvermittelnde Worte des großen Hirtens, des guten Hirtens Jesus Christus, gemäß des ewigen Verlangens, ja des ewigen Ratschlusses des himmlischen Vaters, wie wir es mehrmals behandelt haben in den letzten Predigten. Was für ein köstliches Thema haben wir, womit wir weitermachen. Okay. Erstens. Durch Gnade werden unsere Herzen fest, nicht durch gesetzliche Werke. Christus hat dies für uns verdient am Kreuz Golgotha, Hebräer 13, in Vers 9. Und zweitens, Epheser 4, Vers 29, wir sollten Worte vermitteln, die wir von Christus gehört haben, damit es den Hirn Gottes und Christi Gnade vermitteln wird. Damit bleiben wir beschäftigt, aber wir fokussieren diesbezüglich immer noch wie letzte Woche auf das Thema der gute Hirte, Jesus Christus und seine errettete Menschen als seine Schafe. Wir können nicht alles wiederholen, was wir letztes Mal behandelt haben, aber wir behandeln
einige Dinge, die dieselbe sind, mehrere sind neu für uns, was die Predigt betrifft von heute Morgen. So soll es auch heute Abend was sein. Okay, erstens. Während der gute Hirte seine Worte seinen Schafen vermittelt, nachdem sie wirksam berufen hat, erfahren sie Freiheit, Freiheit, Freiheit. Hat auch doch gesagt, wer den Sohn frei gemacht hat, der ist wahrlich frei. Hat auch gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleiben würdet, werdet ihr wahrlich meine Jünger sein. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen, immer freier. Dies ist wahr von in der Beziehung zwischen Christus als der gute Hirte, geistliche Hirte und die Erretteten als seine Schafe. Bist du auch eine seiner Schafe? Die wirksame Berufung hatten wir aus Johannes 10 gehabt, in Vers 3. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Wir haben darüber gepredigt. Vers 4, und wenn seine Schafe herausgelassen hat, geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Darüber haben wir auch gepredigt. Aber wir betonen heute hier Vers 9 als erster Punkt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Christus als der gute Hirte, als unsere gute Hirte, vom Himmel herab, nachdem sein Heilswerk am Kreuz Golgotha vervollständigt hat zu diesem Ziel und Zweck, uns zu retten, nachdem gestorben ist und in seinem Grab lag 3 Tage lang, nachdem erweckt worden ist aus seinem Grab, nachdem zum Himmel erhöht worden ist, in seine verherrlichte Leib als Gott und Mensch, als unser gemittelter Hohepriester, in der Fülle nach Pfingsten, in der verheißenden Fülle, anders als im Fall von Aaron, in der Zeit von Mose in Israeliten vom Alten Testament, musste auch Überfluss vermitteln, dies ist aber nicht stattgefunden, weil sie lebten in der Zeit des Gesetzes, bevor Christus den Preis bezahlt hat und zum Himmel aufgefahren ist nach seiner Auferstehung aus den Toten, bevor eingesetzt worden ist als vermittelnder König, Hohepriester und Herr, Hirte seiner Schafe. Diese Hirte vom Himmel herab funktioniert auch als die Tür ins Gottesreich hinein. Ich bin die Tür. Und dann die köstliche Worte. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Bist du gerettet worden durch Jesus Christus? Was ist eine der größten Zeichen davon, der größten Beweise? Und wird ein- und ausgehen. Jedes Schaf geht ein in dem Schafstall und dann wieder aus dem Schafstall heraus, tagsüber. Und überall bleibt mit den anderen Schafen der Herde des Herrn Jesus geführt und geleitet zu grünen Auen, wird geweidet und gefüttert und gestärkt. Wird eingehen und ausgehen. Die Freiheit, die Gebundenheit, die Zeit der Verbundenheit ist eins und für allemal vorbeigegangen für diejenigen, die durch Jesus Christus errettet worden sind. Dies schenkt uns, hat uns vermittelt als der gute Hirte seine Schafe, gemäß des ewigen Rates des himmlischen Vaters, Halleluja. Aber dies ist die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite finden wir in Offenbarung, von dieser Wahrheit finden wir in Offenbarung 3 und Vers 12. Dies haben wir auch mehrmals behandelt, aber dies passt gut in diesem Kontext. Was sagte der Herr Jesus hier den Leuten vom 1. Januar durch Johannes auf Patmos nach seiner Auferstehung als den himmlischen Christus, als der gute Hirte auch?
als der vermietende hoogpriester, in der Zeit der Fülle, gemäß Johannes 10, Vers 10b, wer überwindet den Will, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Ja, wir werden eine neue Identität haben, einen neuen Namen. Und dieser Name wird unser ewiger Name sein. Jeder wird seine eigene Identität haben. Der Herr Jesus hat doch gesagt, ich rufe meine eigenen Schafen bei ihrem Namen. Und ich führe sie heraus. Jedes Schaf hat einen Namen. Und diese Namen, die wir bekommen werden in dem Himmel, nachdem wir dort angekommen sein werden, nach Jesu Christi Wiederkunft, alle diejenigen, die durch ihn geführt und geleitet sein, bleiben werden, bis zu dieser Zeit als seine Schafherde, im biblischen Gehorsam, während sie seine Stimme hören, während er vorangeht als der, ihre gute Hirte, wird, wenn sie die neue Namen bekommen werden, nachdem sie in dem Himmel angekommen sein werden, bei ihm und bei dem Vater, in aller Herrlichkeit und aller Vollkommenheit, werden wir daran erinnert werden, ob wir auf der Erde waren, in unserer Unvollkommenheit, haben wir gehört, der gute Hirte hat uns bei unserem eigenen Namen berufen und aus diesem Grund ist er in der Lage, um uns in dem Himmel diesen neuen Namen zu schenken, diese neue Identität, die wir auf ewig behalten werden. Dies wird so köstlich und wunderbar sein. Es geht über die ganze Herde des Herrn Jesus, aber es geht auch über jedes Schaf. Du wirst deine eigene Identität haben, wie symbolisiert du hast deinen eigenen Namen. Weil er hat dir bei deinem Namen berufen und er sagt, du bist mein. Dies hat der gute Hirte doch getan. Wenn nicht, bist du noch verloren. Wenn doch, dann musst du dich freuen und frohlocken. Und dann wirst du diesen neuen Namen bekommen. Aber wir haben gesagt, er wird eingehen und ausgehen und Weide finden, die Schafe des Herrn Jesus. Alle Schafe des Herrn Jesus erfahren Freiheit, Freiheit, nicht mehr Gebundenheit, nicht mehr Sklaverei, nicht mehr unter den Hand des Diktators, des Satans und so weiter, der Sünde, der Versklavtheit an der Sünde. Und wir werden uns herumbewegen und wir bewegen uns herum, wohin er uns auch führt hier. Und so erfahren wir die köstliche Freiheit, aber in dem Himmel. Werden wir Freiheit in den Himmel haben, aber die andere Seite der Wahrheit ist, es wird nicht mehr gesagt werden, er wird eingehen und ausgehen. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Wir werden nicht mehr hinausgehen müssen, weil wir werden in der Stadt bleiben, weil in dieser Stadt, in der neuen Jerusalem, wird alles sein. Und dann werden wir immer daran erinnert werden, bis in alle Ewigkeit, ja, weil er uns so treu geführt und geleitet hat, weil er uns so geführt hat in Freiheit, als wir ein- und ausgegangen waren in Freiheit und uns darüber gefreut haben. Aus diesem Grund brauchen wir nicht, um aus dieser Stadt herauszugehen. Er wird nie mehr hinausgehen. Wir werden Säule in seinem Tempel sein, ewiglich. Und nie wieder brauchen, um herauszugehen. Und dies zusammen mit der neuen Identität zeigt uns, was der gute Hirte seine Schafe alles für uns verdient hat am Kreuz Golgotha. Und uns jetzt schenkt und in der Zukunft schenken würde noch in der Fülle davon. Viel mehr noch. Nach Himmel auf die Erde her, gemäß Psalm 133, Vers 1 bis 3, insbesondere Vers 2, er ist unser geistliches Haupt. Wir sind seine organische Glieder. Er ist unser Priester, ein vermittelnder Hohepriester. Ja, und wir sind seine Glieder. Das Salböl fließt und fließt in der Fülle des Geistes. Und wir erfahren und genießen diese Dinge jetzt in seiner Gegenwart, in der Gegenwart seines Vaters, weil wir so eine wunderbare Gute hier haben und behalten werden. Aber in dem Himmel, in ihre direkte köstliche Gegenwart,
werden wir in unsere verherrlichte Leiber drin sein werden ab seiner Wiederkunft. Werden wir diese Fülle erfahren, ewig in alle Vollkommenheit und Herrlichkeit, ohne Mangel, Halleluja. Dann, zweite Bibelstelle, zweite Sache für heute Morgen ist, Jesaja 40, Vers 1 und 2 und in Versen 7 bis 11. Wir haben so ein bisschen darüber geredet, einmal in der Vergangenheit, aber heute Morgen viel mehr darüber, im Licht der Köstlichkeit davon, um Schafe des guten Hirtens Jesus Christus zu sein. Höre doch, Jesaja, dies ist aufgeschrieben worden durch Gottes wunderbare gesegnete Prophet Jesaja, hunderte von Jahren, bevor Jesus Christus gekommen ist, um unsere gute Hirte zu werden. Um uns zu retten, unsere gute Hirte werden zu können. Um uns zu seinen Schafen zu machen in der Praxis. Jesaja 40, Vers 1 und 2. Tröstet, sagte Jesaja, aber Gott redete durch Jesaja zu seinem Volk. Und er redet heute noch, ja, heute Morgen zu uns. Diese gnadenvermittelnde, tröstende Worte, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, damit unsere Herzen noch fester werden, würden durch Gnade, nicht durch gesetzliche Werke oder irdische Speise. Halleluja. Aus dem Überfluss seines Herzens spricht sein Mund wieder, weil er quick die Worte, die er damals aufschreiben lassen hat. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er ist unser Gott, Vers 2, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frontdienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Ja, unser guter Hirte hat unsere Sündenschuld abgetragen. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Wir erfahren seine Gnade, immer mehr reine Gnade, das genaue Gegenteil von alles, was wir verdient haben. Weil wir waren noch so böse, als wir verloren waren. Aber zu diesem Ziel und Zweck haben wir letzte Woche gesehen, hat der gute Hirte Vollmacht erhalten von seinem Vater, um sein Leben abzulegen und wieder aufzunehmen für uns. Was für eine einzigartige, köstliche, gute Hirte. Deswegen, was für eine Herde sind wir. Wie unendlich gesegnet. Wisst ihr was? Der Herr Gott erinnerte Jesaja an der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und von alles in dieser Welt. Dies ab der Zeit des Sündenfalles natürlich. Vers 7 von Jesaja 40. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Der Herr muss nur aushauchen und dann der Hauch des Herrn muss es nur anwehen, dann wird das Gras dürr und die Blume fällt ab. So schnell. Heute schön in ihrer Blumenpracht, morgen verwelkt und abgefallen. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, redete Jesaja weiter und Gott durch ihn. Vers 8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Mit anderen Worten, mein Volk ist wie nichts geworden, wie ein alter Mann, der verdorrt worden ist, dessen Körper korruptiert worden ist. Ihr geistliches Leben ist alt geworden, sie sind nicht mehr erquickt und getröstet in der Kraft ihrer Liebe zu mir. Aber höre doch die Kontrastierung hier. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ja, die Gnaden vermitteln, die Worte, die er uns vermittelt, die wir ein ander vermitteln sollten, und ich als Unterhirte des guten Hirten, des Herrn Jesus, euch vermitteln sollte heute Morgen,
bleibt in Ewigkeit, weil dies verdorrt nicht, dies wird nicht dürr, dies wird immer neu gemacht, lebendig gemacht, damit wir erquickt werden aufs Neue dadurch. Wir brauchen, um heute erquickt zu werden. Er hat auch gesagt als Güterhirte, ich werde euch weihen auf grünen Auen. Ihr werdet eingehen und ausgehen und Weide finden, weil ich euch die schenken. Halleluja. Ihr werdet gefüttert und gestärkt sein. Werdet doch gestärkt und gefüttert. Lass uns die Anwendung machen. Durch unsere gute Hirte morgen, heute Morgen wieder. Wir dürfen nicht wie verdürrtes Gras bleiben. Eine verdürrte Gemeinde sein. Wir müssen erquickt sein und lebendig aus dem Überfluss des Herzens sollte den Mund sprechen. Er muss uns erfüllen mit seinem Geist aufs Neue. Laut Psalm 33, Vers 2, in dem Kontext von den Versen 1 bis 3, bis wir wieder aufs neue Leben in Überfluss genießen werden in seiner Gegenwart. Halleluja, sein eigenes Leben, das Leben des Vaters. Dies vermittelt der gute Hirte uns, der Vater uns im Himmel, vom Himmel herab durch seine gute Hirte, die er uns geschenkt hat. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Deswegen sollten wir die Anwendungen machen und reagieren, wie sie es machen musste. Hören Vers 9. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, Doppelpunkt, seht, da ist euer Gott. Christus als der Gute hier vermittelt uns die Charakter und die Eigenschaften und die Verheißungen und die christliche Herz des Vaters. Weil wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dies tut er nach Pfingsten auf eine viel herrlichere Weise. Dies tut unser Gute hier. So führt er uns, weidet er uns aus. Aus den grünen Auen, Halleluja. Jedes Schaf sollte gefüttert sein, wie niemand anders es sein kann, Halleluja, überhaupt. Vers 10. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Aha, dies erinnert uns an was wir in Offenbarung, in dem letzten Kapitel von dem Offenbarungsbuch haben. Mein Lohn ist bei mir. Ich werde jeder vergelten, wie sein Werk sein wird. Dies ist schon geweissagt worden in dieser Zeit von Jesaja. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und bei ihm. Unser guter Hirte wird uns belohnen. Und dann danach, ich lese weiter aus Jesaja 40, Vers 10c. Und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er hat dies alles für uns erworben. Am Kreuz Golgotha, durch das er sein heiliges, christliches Blut geschenkt hat, durch das er sein Leben gelassen hat, aus reiner Liebe zu seinem Vater und zu uns als seine Schafe, ihm geschenkt. Und wie köstlich waren wir ihm und dem Vater dann schon, hierdurch bewiesen. Sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Die Gnade, die wir erhalten werden, sollten wir werden wir erhalten, weil er dies für uns erworben hat. Deswegen kann er uns seine Gnade durch seine Gnaden vermitteln worden, die ganze Zeit lang, ja, fortwährend in unseren Gedanken und Herzen lebendig machen und zu erquicken, um uns überfließen zu machen. Laut der Botschaft von Psalm 133. Anders als in der Zeit von den Hohenpriester Aaron im Alten Testament. Halleluja. Wie dankbar sind wir, sollten wir sein. Aber jetzt kommen wir zu einem Vers, einer der köstlichsten Versen in der ganzen Bibel. Schon damals redete der himmlische Vater mit Begeisterung durch Jesaja über den guten Hirte, den er uns schenken würde in der Fülle der Zeit. Vers 11, er wird seine Herde weiden. Wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bauch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Hier geht es über Gott, der Vater, auch. Versteht ihr, was hier gemeint ist?
Warum haben wir so eine wunderbare, gute Hirte in Jesus Christus? Weil unser Vater so eine gute Hirte ist. Hier wird von Gott geredet. Aber natürlich auch von Christus, aber zuerst Gott, der Vater selber. Der himmlische Vater sagte schon dann, tröstet mein Volk. Und dies tut als gute Hirte, weil das Volk, das getröstet ist, ist Gottes Volk. Und dann sind wir stark und ziehen wir vorwärts mit Begeisterung, können wir nicht verlieren, nur Siege erhalten. Weil die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Aber Christus, sagt uns, ist die vermittelnde Hirte von euch als seine Schafe. Dies, ihm habe ich euch geschenkt. Hier doch. Dies ist wahr vom Vater und vom Sohn. Aber natürlich insbesondere im gültigen Sinne von dem Sohn. Weil überall im Neuen Testament wird der gute Hirte genannt. Vers 11. Wird seine Herde weiden. Wird seine Herde weiden. Zukünftige Zeit wird benutzt hier, weil dies deutet in gültigen Sinn auf den Christus, der kommen würde, der als Mensch geboren werden würde, um unsere gute Hirte zu werden, gegen so einen teuren Preis. In seine maßlose Liebe, die er so bewiesen hat. Vers 11. Wird seine Herde weiden. Ach, wie dankbar sind wir. Hat eine Herde. Zahl kann nicht geändert werden. Seine Schafe kennt Und diese Herde bleibt dieselbe. Wir haben letzte Woche gesagt, es wird ein Hirte und eine Herde sein. Wird seine Herde, nachdem den hunderten Schaf für sich selbst wieder bekommen hat, durch dass in dem Wildnis dieser Welt gegangen ist, das Schaf, das so dumm war und so gesündigt hat, ausgewandert ist, in die Irre gegangen ist, ihm auf seine Schulter zurückgebracht hat und ihm in dem geistlichen Schafstall hineingebracht hat von Gottes, dem Christi Herde, wird keine seiner Schafe verlieren, niemals. Wird seine Herde weiden. Weidet niemand anders im geistlichen Sinn. Weidet uns. Wie köstlich. Was weißt du davon, durch den guten Hirte geweidet zu werden aus grünen Auen? Wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Natürlich als Hirte. Als der gute Hirte. Als der große Hirte. Als der oberste Hirte, lesen wir in der Bibel. Komma Punkten dann. Die Lämmer wird in seinem Arm nehmen. Warum nimmt die Lämmer in seinem Arm? Sie sind noch so jung und schwach. Sie sind neue Christen. Sie verstehen noch so wenig. Und hat so viel Erbarmen zu ihnen. Tut genau als gute Hirte, was tun sollte, um die Lämmer in seinen Arm zu nehmen. Kannst du dich noch erinnern, oh Christ, wie dies getan hat, oh Schaf des Herrn Jesus, damals, kurz nachdem du errettet worden warst. Du warst so ignorant noch über so viele Dinge. Deswegen hat dich in seinem Arm genommen. Die Lämmer wird in seinen Arm nehmen und im Baus seines Gewandes tragen. Was könnte köstlicher sein als dies? Nicht nur wird die Lämmer in seinen Arm nehmen und im Baus seines Gewandes tragen. Dies wird auch tun. Hat dich geschützt, hat dich bewahrt. Du warst ganz nah an ihm, an seinem Leib, an seinem Körper, im übertragenen Sinn gemeint. Du hast seine Nähe gespürt, obwohl du es nicht verdient hast, weil du hast sein Lämmchen. Ist Lamm Gottes geworden, um für uns den Preis zu bezahlen. Er war stumm, als er ihn ans Kreuz genommen hat. Musste Lamm Gottes werden, die Lämmer, wie geschrieben, in seinen Arm nehmen zu können, um im Bau seines Gewandes zu tragen, in aller Liebe, mit zärtlichen Mitgefühl, mit Erbarmen. Weil sie sind so ungeschützt, die Lämmer sind noch dümmer und richtungsloser als die Schafe, die erwachsenen Schafe. Deswegen brauchen sie dies. Es ist nicht wunderbar, unser guter Hirte tut genau, was nötig ist für jede seiner Schafe, für die Lämmer zuerst. Aber was wird noch tun? Die Lämmer wird in seinen Arm nehmen und im Bau seines Gewandes tragen, Punkt.
Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Die Mutterschafe trägt er nicht in seinen Arm und nimmt er nicht im Bau seines Gewandes. Sie sind erwachsene Schafe. Sie sind Mutterschafe. Sie haben schon Lämmer bekommen. Wir sollen auch für den Herrn Lämmer bekommen, durch dass wir neue Leute für den Herrn gewinnen werden durch seine Gnade. Schwach in uns selbst, unfruchtbar in uns selbst, aber fruchtbar gemacht zu diesem Ziel und Zweck durch den guten Hirte. Halleluja. Und die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Sie folgen ihm nach. Und in diesem Fall, oh kostbar und köstlich ist dies, wie herrlich. Auch die Männer, auch die Brüder, nicht nur die Schwestern, sollten Mutterschafe sein. Wir sollen alle Lämmer für ihn bekommen können durch seine Befähigung. Wie fruchtbar ist der gute Hirte? Deswegen, wie fruchtbar macht er uns? Und wie freuen wir uns darüber, dass er uns zu Mutterschafe gemacht hat und immer mehr macht? Und er wird uns sorgsam führen, vorsichtig führen, sorgfältig führen, genau richtig führen, ja sorgsam, damit wir in seinen Fußstapfen treten können, um als Gewinner verlorene Schafen sein Vorbild nachzufolgen. So, auf diese Weise schenkt er uns Erfolg, weil er lässt uns mit ebenso viel Erbarmen und zärtliches Mitgefühl machen. Und diese Lämmer sind und so ebenso köstlich, wie sie ihm sind und seinem Vater sind. Und so handeln wir und wandeln wir und bleiben im Einklang, in Harmonie mit dem himmlischen Vater, gemäß seines ewigen Ratschlusses in Christus. Und mit dem guten Hirten werden wir ihm nachfolgen, bis die Lämmer auch später Mutterschafe gemacht worden sind. Wir sollen alle Mutterschafe werden, dann erfreuen wir uns, dann so sättigen wir sein Herz, oh liebe Geschwister. Aber der gute Hirte befähigt uns dazu, dies alles zu tun. Wie kostbar, wie wunderbar. Jetzt komme ich zu einem weiteren Vers. Wir reden immer noch über die gute Hirte. Lukas Kapitel 10, Verse 1 bis 12. Ich werde nicht jeden Vers betonen können. Aber ich werde insbesondere Vers 3 betonen. Aber wir brauchen Kontext. Dies ist stattgefunden, als Jesus Christus, der gute Hirte, in Israel drin war, in seinem unverherrlichten Leib, bevor er ans Kreuz gegangen ist, um dort für uns zu sterben, um unsere gute Hirte in der Praxis sein zu können. Lukas 10, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sandte die Jünger, die er berufen hat, um seine Jünger zu sein, seine Schafe zu sein, schickte er zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Sie mussten ervoor gehen, um den Weg für ihn zu bereiten. Vers 2. Er sprach nun zu ihnen, Doppelpunkt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dies bestätigt, was wir aus den vorherigen Vers, ja, aus Jesaja 40 und Vers 11 mitbekommen haben. Wir sollen alle Mutterschafe werden. Der gute Hirte macht uns gerne zu Mutterschafe, fruchtbar für ihn. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bietet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Mutterschafe werden in die Ernte gesandt. Dann gewinnen wir unter seiner Führung und Leitung, während er vorangeht, seine Schafe für ihn. Aber jetzt kommt Vers 3, Heere, doch jetzt, wie köstlich, wie trostreich, wie Gnaden vermitteln, wie überfließend machen, damit auch aus dem Überfluss unseres Herzens unser Mund spricht und wir einander auch erquicken in Christus und andere. Vers 3, geht hin, sagt er ihnen, geht hin, Ausrufezeichen, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Warum, obwohl wir einige von uns oder die meisten von uns hoffentlich zu Mutterschafe gemacht worden sind, er hat uns reifer und reifer gemacht,
man kann nicht ungereift bleiben, während man diesen guten Hirten nachfolgt. Dafür ist er zu erfolgreich, zu wunderbar, wird er zu mächtig, liegt vom Himmel herab. Aber warum vergleicht er solche Mutterschafe hier mit Lämmer? Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Dies hat er getan, um ihnen die Botschaft zu vermitteln, wie hilflos, wie wehrlos, wie ungeschützt sie in zichzelf waren. Sie konnten zich niet gegen die geistige Wölfe der Pharisäer, der Schriftgelehrten und die Feinde des Evangeliums wehren. Die Leute sind zo grausam. Ihr wisst doch, wie sie ihn behandelt hatten. Und ihn verspotten, verhöhnt hatten, kreuzigen lassen hatten. Gehaast hatten, bis er ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben. Sie sind stark, sie haben viele Waffen gegen irdische Waffen, böse Waffen, dazu befähigt durch den Satan als ihre Anführer. Die Leute, die keine Schafe der des guten Hirten sind. Er sagt, ihr sollt euch selbst als junge Lämmer sehen, die ganz wehrlos sind. Ein junges Lamm kann sich, ein junges Lamm kann sich doch nicht schützen. Ein Schaf kann es nicht selber tun. Wie viel weniger könnte ein junggeborenes Lamm es tun? Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ihr werdet in eine gefährliche Welt hinein. Wo die Feinde viel und stark sind, weil der Satan macht sich stark und sie benutzen allerlei Dinge gegen euch. Werden sie benutzen. Dies ist auch in unserem Fall so, jetzt in der jetzigen Zeit insbesondere, oder? Siehst du dich als wie ein Lamm, ein junges Lamm, mitten unter die Wölfe gesandt, mit den anderen Lämmern zusammen, so wehrlos sind wir. Aber die Botschaft, die wir mitbekommen, wenn wir weiterlesen, wenn wir wahrlich Einsicht bekommen vom Herrn, dann merken wir, obwohl er uns wie ungeschützte Lämmer und wehrlose Lämmer mitten unter die starke Wölfe sendet, um ihn verloren in diesem fremden Land, Feindesland zu gewinnen, versorgt er uns. Er ist der Herr und der Hirte des himmlischen göttlichen Vorsehens. Der göttlichen Vorsehung. Hier noch Vers 4. Tragt weder Beutel noch Taschen noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Ihr müsst kein Geldbeutel mitnehmen, noch Tasche, weil ich werde euch versorgen. Vers 5. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Doppelpunkt Friede diesem Haus. 6. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Vers 7, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn die Arbeiter, die seines Lohnes werden, geht nicht aus einem Haus ins andere. Ich werde durch diese Leute euch versorgen. Als der gute Hirte der himmlischen göttlichen Vorsehung. Im Namen meines Vaters, gemäß des ewigen Verlangens und des ewigen Ratschlusses meines Vaters, so handel ich als gute Hirte. Vers 8, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da ist, was euch vorgesetzt wird, 9. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. 10. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht. Vers 11. Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Punkt. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Vers 12. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als diese Stadt. Während wir für den guten Hirten arbeiten und seine Worte, weil wir hören doch seine Stimme, während er vorangeht in die Erntefelder hinein. Wir arbeiten doch in Abhängigkeit von ihm, wie er es damals gemacht hat und immer noch macht, weil er ist doch unwandelbar. Er hat immer noch ein Herz des unendlichen Erbarmen, zärtlichen
ist im ähnlichen zärtlichen Mitgefühl zu den verlorenen Schafen. Aber die Leute, die nicht auf seine Stimme hören werden, sollten wissen, das Reich Gottes ist nah zu euch herbeigekommen, aber ihr habt die Zeit der Heimsuchung Gottes und des guten Hirtes verpasst. Und deswegen werdet ihr eine Strafe viel unerträglicher erleiden in der ewigen Hölle auf ewig. Lass uns Leute sagen, wenn du nicht praktisch zeigen würdest, dass du ein Schaf des Herrn Jesus Christus warst von aller Ewigkeit her gemäß des ewigen Rates des Vaters, durch das du nicht zu Christus kommen würdest, wirst du ewig in der Hölle brennen und Sodom und Gomorra werden schwer leiden in der Hölle und gefoltert werden. Aber es wird kein Vergleich geben zwischen ihrer Hölle und deiner Hölle. Ich lade dich ein, der gute Hirte lädt dich ein. Er sagt, komme, höre meine Stimme, lass ich dich erquicken und lebendig machen aus dem Sündenslamm. Und dann du wirst durch meine Gnade alleine, die er erworben hat, gemäß des ewigen Rates meines Vaters, retten. Und dann wirst du eingehen und ausgehen und Weide finden und meine Stimme, mich kennen und mir nachfolgen bis zum Ende, um in den Himmel nur Herrlichkeit auf Herrlichkeit zu erfahren, zu genießen in meiner Gegenwart, in der Gegenwart meines Vaters, anstatt ewiglich gefoltert zu werden auf eine unendliche Weise in der Hölle. Aber liebe Geschwister, lass ich euch sagen, ich möchte jetzt wieder betonen, wie der Herr Jesus den teuersten Preis bezahlen musste. Weil er konnte nicht seinen Sohn schützen. Wir haben dies behandelt, aber wir müssen dies wieder kurz behandeln. Wegen der Tatsache, ja, aus dem Grund, dass wir über der gute Hirte und seine Schafe predigen. 1. Mose 22, Vers 19, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Auf einem der Berge, Moria, symbolisiert Jesu Christi Kreuzigung, die hunderte von Jahren später stattfinden musste und stattgefunden ist, letzten Endes in der Fülle der Zeit. Auf dem Berg, auf dem Hügel genannt, Schädelstätte oder Golgotha. Da stand Abraham am Morgen früh auf und er wies, dass er hat, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Er war gehorsam. Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham, Vers 5, zu seinen Knechten, bleib ihr hier mit dem Esel, ich habe aber und der Knabe wollen dorthin gehen. Isaac, Sohn, sein einziger Sohn, Sohn der seine absolute Liebe, wofür er und seine Frau fast so eine Jahrhundert warten musste. Mein Vater sagte, sie gingen beide miteinander. So geht der Vater und sein Sohn auch beide miteinander. Und gingen sie gemäß des ewigen Rates des Vaters. Deswegen konnten wir eine gute Hirte bekommen. Die haben wir auch. Vers 7, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham. Mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und dies ist doch wahr gemacht worden. Diese Weissagung, diese Prophezeiung ist erfüllt worden in Jesus Christus. Abraham konnte seinen Sohn schonen, weil der himmlische Vater hat seinen Sohn nicht geschont. Gott wird aber das Lamm zum Brandopfer dafür sorgen. Und sie gingen beide miteinander.
Vers 9, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaac und legte ihm auf den Altar oben auf das Holz. Vers 10, und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Er war dabei, um ihm, den Vater zu gehorchen, ihm ist ein Vater, zu zeigen, ich liebe dich viel mehr, als was ich meinen Sohn lieb. So sollten wir unsere Liebe zu ihm zeigen, zu dem guten Hirten, zu seinem Vater, weil sie haben uns mehr geliebt als alles und alle anderen außerhalb einander als göttliche Personen. Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Vers 12. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Gott hat auch einen einzigen Sohn gehabt. Gemacht letzten Endes in der Fülle der Zeit zu dem eingeborenen Sohn. Ihm konnte er nicht schützen, schonen. Ihn wollte er nicht schonen. Er wollte seine maßlose Liebe zu uns, für uns offenbaren. Durch dass er den teuersten Preis bezahlt und seinen Sohn gegeben hat. Römer 8, Vers 32 gemäß. Halleluja. Vers 13. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinem Hörneren im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Ja, anstelle seines Sohnes ist Christus als Erfüllung hiervon in der Fülle der Zeit für uns geschlachtet worden, das Lamm, um unsere gute Hirte zu werden. Lass uns immer denken an, was für einen teuren Preis er bezahlt hat, um uns zu seinem Schafherde zu machen und dankbar sein und die Wiederliebe zeigen, wie es tun sollten, durch ihn geführt und geleitet dazu, als gute Hirte. Vers 14. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Wisst ihr was? Auf dem Berg, auf dem Hügel genannt Golgotha, hat der Herr dafür gesorgt. Hat der himmlische Vater dafür gesorgt, weil er hat das Herz eines Hirten noch immer noch gehabt. Und deswegen hat er gesorgt für uns. Sein Lamm, sein Sohn ist als das Opferlamm, das makellose Opferlamm geschlachtet worden, Gott und Mensch. Als Mensch ist der Sohn Gottes geschlachtet worden. Um unseren Willen. Und so, deswegen konnte er, hat er uns zu seiner Herde gemacht. Und haben wir so eine wunderbare Hirte. Halleluja. Lass uns niemals diese Lektion vergessen. Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Dies war damals zukünftig. Jetzt sagen wir, auf dem Berg, auf Golgotha, hat der Herr dafür gesorgt. Deswegen kann der gute Hirte uns versorgen, uns schützen, uns bewahren, uns führen und leiten. Ich behandle noch nur ein Vers. Eine Bibelstelle, danach schließe ich ab. Für heute Morgen. Lukas Kapitel 10, Verse 17 bis 20. 17 bis 20. Dies bezieht sich auf der Bedeutung des guten Hirten und seiner Schafe, seine Herde. Dies ist auch stattgefunden in der Zeit von Jesus Christus, als er in Israel damals drin war, in seinem erniedrigten Leib, bevor er ans Kreuz für uns gegangen ist, um unser guter Hirte werden zu können, durch den Vater zu unserer guten Hirte gemacht zu werden. Lukas 10, Vers 17. 17. Die 70 aber kehrten mit Freude zurück. Jesus Christus hat nicht nur 12 Jünger gehabt, auch eine weitere 70 Jünger. Die 70 aber kehrten mit Freude zurück. Nachdem er sie herausgesandt hat, 2 und 2, und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Der gute Hirte hat Vollmacht gehabt, um sein Leben zu lassen, dahin zu geben, wieder aufzunehmen. Und jetzt hat er Vollmacht, ist er der allmächtige gute Hirte. Und während wir in seinem Namen reden, durch ihn dazu geführt und geleitet, durch dass wir seine vermittelnde Worte, Gnaden vermittelnde Worte und quickende Worte hören, werden wir überfließend gemacht. Und
weigen sogar die böse Geister, während wir in seinem Namen reden. Er hat uns seine Autorität geschenkt. Vers 18. Da sprach er zu ihnen, Doppelpunkt. So erwiderte der gute Hirte, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Dies war natürlich, bevor er ans Kreuz gegangen ist, oder lange davor, ist der Satan und die bösen Geister, die gesündigt hatten in dem Himmel, auf die Erde niedergeworfen, um hier zu bleiben, um uns hier zu folgen. Aber ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Dies ist im Geistlichen Sinn stattgefunden, durch das er den Satan besiegt hat, um unseren Willen. Unsere gute Hirte hat den Feind besiegt und er kann uns nicht schaden. Hier, dies wird bestätigt in dem nächsten Vers. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir haben gesagt, liebe Freunde und Geschwister, die Schafe, ja die Herde des Herrn Jesus, die Lämmer, aber auch die Mutterschafe, die erwachsenen Schafe, sind dumm und schwach und von sich selber aus richtungslos. Aber sie behalten den Richtung durch, dass sie ihm nachfolgen nach der Errettung. Aber während wir so schwach sind in uns selber, sollen wir daran denken, unser Gute Hirte ist allmächtig. Und in seinem Namen, während er seine Worte uns vermitteln und wir seine Stimme hören, seine Worte ihm nachreden, auch gegen den geistlichen Schlangen und Skorpionen, werdet ihr merken, ihr habt Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, obwohl du ein schwaches Schaf des Herrn Jesus bist. Und wir als Herde, ganz schwach sind in uns selber, sind wir mächtig und stark durch ihn in seine Kraft, weil er gesiegt hat als der gute Hirte für uns. Halleluja. Und über alle Gewalt des Feindes. Wir sollten diese Gewalt ausüben, diese Autorität, und den Satan verjagen, seine bösen Geister. Der gute Hirte befähigt seine schwachen Schafe dadurch. Er macht uns stark in ihm, schwächer in uns selber. So weise führt er und leidet er uns, genau richtig. Aber dann kommt danach, Komma Punkt, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Aus einem vorherigen Bibelstelle, nämlich aus Lukas Kapitel 10. In anderen Versen haben wir gemerkt, er sorgt als Gott der Vorsehung für alles, für was wir essen und trinken sollten, und er bewahrt uns. Hier ist die Betonung auf die geistliche Bewahrung. Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Die Frage ist, warum nicht? Warum wird nichts dich in irgendeiner Weise schaden können? Weil Römer 8, Vers 28 wahr bleibt, wie wir es kennen. Alles lenkt und steuert und leitet er um unseren Willen, als Anführer, als Hirte seiner Schafe, gemäß des ewigen Verlangens und des Rates des himmlischen Vaters. Er bewahrt uns. Und wir haben von den Mietlingen geredet, von den Wölfen, aber niemand kann uns schaden. Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ist dies nicht ein gnadenvermittelndes Wort? Werden unsere Herzen nicht durch Gnade gestärkt und festgemacht, damit wir auch diese gnadenvermittelnde Wort in Überfluss reden? Dann reden unsere Mund auch in Überfluss von was über aus unseren Herzen rauskommen. Und wird die Botschaft von Psalm 133 wahrgemacht, immer wahrer. Und wird die Botschaft, die Bedeutung des Stirnblattes auf wahren Stirn wahrgemacht. So werden wir fruchtbarer und gehorsamer. Und deswegen berauben wir ihm nicht mehr von sein Recht auf unser Leben. Machen wir als Schafe unsere Diensten für ihn, wie wir es machen sollten. Aber dann, er sagt uns, damit schließe ich ab für heute Morgen. Was sollte unser höchste Priorität bleiben? Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Die Geister sind ihr euch untertan. Ihr habt sie ausgetrieben. Ich habe euch geschützt. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Die bösen Geister. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind. Liebe Geschwister, warum ist dies notwendig? Lass uns diese Lektion aufs Neue lernen und nicht vergessen. Nee, möglicherweise hast du diese Lektion einigermaßen vergessen. Diese christlichen Worte kamen aus dem Mund unseres Herrn Jesus und er erquickt uns. Der Heilige Geist macht dich lebendig. Heute Morgen wieder zu unseren Herzengedanken. Erste Priorität ist, gerettet geworden zu sein durch den guten Hirten. Im Namen seines Vaters. Damit du wissen würdest, dein Name steht in dem Himmel geschrieben. Dies haben wir aus dem Offenbarungsbuch behandelt letztes Mal. Darüber wollen wir nochmals reden in der Zukunft. Mit Antworten, freut euch mehr als über alles andere daran. Darüber, ihr gehört mir als gute Hirte. Ihr seid meine Schafe für die Zeit und für die Ewigkeit. Und ihr gehört meinem Vater als der Vater des guten Hirtens. Und dies ist sollte unsere Priorität sein. Und dann werden wir ewig mit ihm leben. Er ist der eifersüchtige Gott. Er will es haben, dass wir als der gute Hirte und sein Vater wollen es haben, dass wir die richtige Prioritäten haben werden. Dies kommt und bleibt Nummer 1. Ich gehöre dir. Du gehörst mir. Wir als ganze Herren gehören dir und deinem Vater. Wir gehören euch. Ihr sättigt uns. Wir sättigen euch. Und das Salböl fließt und wir werden heiliger und gehorsamer, während wir immer mehr erfüllt werden und geweiht werden durch unsere gute Hirte. Und wir siegen immer mehr, bis wir in dem Himmel sein werden, in aller Herrlichkeit, um dies ewiglich dort zu genießen. Halleluja. Amen. Liebe Freunde und Geschwister, wir singen nur noch das Lied 159. Heute Abend predigen wir weiter. Ihr sollt heilig sein. Ihr sollt heilig sein, heilig, denn der Herr, der Allmächtige, ist heilig. Ihr sollt heilig sein, heilig, denn heilig, heilig ist der Herr. Ein heiliges Volk sind wir, ein königliches Priestertum aus der Finsternis zu seinem Licht berufen. Ein geistliches Haus sind wir, sein heiliger Tempel. Wir leben im Glauben, nicht im Schau. Ihr sollt heilig sein, heilig, denn der Herr, der Allmächtige, ist heilig. Ihr sollt heilig sein, heilig, denn heilig, heilig ist der Herr. Wir schließen ab mit Gebet. Und heute Abend machen wir weiter. Bete doch ernstlich. Himmlische Vater, wir danken dir, dass du es vorhattest von alle Ewigkeit, Herr. Ehe die Welt war, hast du dies in deinem Herzen drin gehabt. Du hast nicht nur das Herz eines Vaters gehabt, sondern auch das Herz eines guten Hirten. Und deswegen hast du schon dich vorgenommen gehabt. Ja, von aller Ewigkeit her. Mein Sohn, ich werde dir zu dem guten Hirten meine und deine Schafe machen. Du wirst sie bewahren. Du wirst sie schützen. Du wirst sie weihen. Du wirst sie stärken. Du wirst sie mächtiglich benutzen und befähigen. Sie werden dumm sein in sich selber, aber weise in mir. Und über sie weihen und sie werden ewiglich deine Schafe sein. Und sie werden deswegen geführt werden, bis sie in dem Himmel angekommen sein werden. Dann werden sie bei uns sein und sie werden nie wieder rausgehen.
weil in der Stadt wird alles sein. Halleluja. Was wir brauchen, wir werden dort geweidet werden, wie auf eine mächtige Weise, und die Feinde werden nicht mehr da sein. Sie werden völlig besiegt sein, endgültig. Der Feind wird in den Feuersee geworfen sein. Und alle die geistigen Wölfe. Aber wir bitten dich, lass uns leben, was wir heute Morgen gepredigt und vernommen haben. Schenk uns ein, erquick diese Worte. Mach doch diese Worte lebendig im Herzen und Gedanken, dem Vater. Und lass uns wirklich, ja, wirklich erfahren. Leben in Überfluss, laut Psalm 133, Vers 1 bis 3. Und gerecht handeln, wandeln gemäß 1. Mose 28, Vers 36 bis 38. Gemäß der Bedeutung des Stirnblattes auf der Armstirn. Heilig dem Herrn, immer heilig werden mit deiner Heiligkeit, mit deiner Herrlichkeit. Du machst deine Schafen heiliger und heiliger, werden wir dir nachfolgen. Und so werden wir dir nützlicher und nützlicher. Aber wir bangen nicht den Feind, je mehr wir dies hören. Je mehr werden wir überfließend gemacht durch deine gnadenvermittelnde Worte. Laut Hebräer 13, 9 und Epheser 4, 29. Ach, lass dies doch stattfinden. Wir wollen dein Herz erquicken und stillen und erfüllen und sättigen. Und du wirst uns auch, möchtest uns auch bereichern. Und dies findet statt, während wir dir dienen, während wir dein guter Hirte nachfolgen. Schritt für Schritt auf dem Weg. Und so werden wir auch von deinen verlorenen Schafen wieder gewinnen, um an den Lohn teilnehmen zu können, als Gnadenlohn, den du, wie wir heute Morgen gesehen haben, du für uns verdient hast. Wir danken dir für dies alles. Aber ihr, die verloren seid, komm doch zum Herrn Jesus. Oh, lass sie doch errettet werden. Anders werden sie ewiglich alles verpassen. O gute Hirte, o himmlische Vater, wir vertrauen auf dich dafür. Wir haben eine mächtige Erwartung, weil du sagst, wir sollten diese Dinge erwarten und dafür eintreten. Weil viel davon hast du schon wahrgemacht, den Rest wirst du auch wahrmachen. Amen. Ich verabschiede mich heute Morgen von euch mit dem Wort wieder. Maranate, unser gute Hirte, komm. Herr, komm bald. Lass uns ihm in der Zwischenzeit nachfolgen und sind nach über, was wir behandelt haben, und lass uns heute Abend weiter predigen nach dem Beten, solange dafür auch. Wir haben noch so viel, die trostreich ist, um da diesbezüglich zu reden, bezüglich unseres Themas. Und wie sollten wir vorwärts kommen, wie sollten wir auch die Verlorenen von ihm gewinnen, während wir immer gereifter werden, immer mehr ihm besser erkennen, ihm immer besser erkennen, sein Vater auch. Bleibt seine heiligen Namen, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.